TV-Straßensound. Und ich rap das meiner Mutter vor und sie ist so auf. So direkt so aufgefallen. Sie ist einfach so dieses. Warum? 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 Ich so, Mama, lass mich doch entfalten. Für mich selber zu wissen, es ist nicht, weil mein Vater Rapper war und nicht, weil meine Mutter Musikfan ist, sondern weil ich das anscheinend will. Und das Schicksal fügt sich dann auch so zusammen. Dein Name, Unique, die Einzigartige. Hast du den Namen selber gegeben oder hast du den von jemandem bekommen? Unique 24-7 mir den Arsch aufgerissen. Checkst du? Ich hab mein ganzes Leben gegeben, Digga. Wer ist denn bereit, sowas zu machen? Okay. Alle gehen immer auf Nummer sicher. Ich wollte sagen, ich habe hier diese schöne Box. Ja. Dankeschön. Alter, die ist voll schwer. Ja, da ist auch viel drin. Krass, halt die. Wenn wir am Ende mal auspacken. Mein Lieblingskompagnon ist, ich finde Chopin übertrieben. Secretly, du verstehst nicht. Am liebsten wäre ich jetzt nicht in Promophase. Flugmodus, 5-6 Bücher. Yo, willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu TV-Straßensound. Heute aus Berlin. An einem sonnigen Tag mit Unique. Wie geht's? Alles gut? Gut und selbst? Alles danke, gut? Danke, alles bestens. Ey, geben mir meistens die Männer so Check oder kommen die so auf Respektbasis, so weil du ein Mädel bist? Ja, lieber so. Okay, alles oder wir klar. Können, eigentlich machen wir so, Digga. Ach so, okay, mit so Buddy Bounce. So, ja, wir treffen uns hier, da du dein Album angekündigt hast. Ja. Gift. Am 20.04. ein sehr großes Projekt, ein Herzensprojekt. Yeah. So, mir war wichtig, dass man schon bei meinem ersten Debütalbum direkt merkt, okay, da hat sich jemand viel Gedanken gemacht und sich viel damit auseinandergesetzt und viel Arbeit da reingesteckt. So. Yeah. Wie viel Arbeit hast du da reingesteckt? Du hast vorhin schon gesagt, so, du bist von Hamburg nach Berlin gekommen und bist dann wirklich dann hier erstmal geblieben, beziehungsweise abgetaucht. Ja, Mann, ich bin eigentlich nur für ein Wochenende gekommen, um mich von Michael Jackson beraten zu lassen. Und dann ging es halt direkt darum, ja, wer bist du, was willst du, wie siehst du dich selber, bist du bereit, wirklich alles dafür zu geben, bist du? Yeah. Okay, alles klar, dann, wenn du dafür bereit bist, dann musst du auch bereit sein zu lernen. So, und dadurch, dass ich halt gerade noch aus der Abi-Phase rauskam und ich eh noch in diesem Learn-Flow drin war und ich eh auch so für mich das immer voll gerne mochte, Sachen so zu planen und so sich viel Gedanken über Dinge zu machen, war das einfach so ein Match, so als wir uns kennengelernt haben mäßig. Und dann ja, bin ich von, statt ein Wochenende zu bleiben, bin ich dann 2 Jahre geblieben mäßig. Ich habe 1,5 Jahre im Bootcamp verbracht, 24 Stunden, habe auf einer Couch geschlafen und das auch immer ab einem gewissen Punkt, wo dein Körper einfach müde ist. Also nicht, wo du denkst, dass du eigentlich schlafen gehst auf 23 Uhr oder so, sondern, keine Ahnung, 5.20 Uhr und dann aufstehen um 9 Uhr mäßig. Also bist du Erschöpfung. Ist Michael Jackson dein Mentor gewesen? Und ist es nicht der Sänger Michael Jackson, sondern der Produzent aus Deutschland? Genau, der Produzent, der Videoproduzent, der Producer. Drill Sergeant, OG. Mentor, der Michael Jackson, genau. Wie kamst du überhaupt zur Verbindung? Also du bist einmal hingefahren, um dich beraten zu lassen und dann hat es Boom gemacht. Und ja, es war so, ich habe Facebook-Videos hochgeladen und damals war das halt voll krass, weil so die Industrie auf mich zugerannt kam und ich wusste gar nicht genau, wer ist und alle hatten irgendwie Interesse oder fanden, dass ich etwas Besonderes habe. Yeah. Und Michael hat mir dann halt auch damals geschrieben und so und meinte halt so, ey, du bist krass, aber du kannst auf jeden Fall krasser sein, so, weißt du? Und dann das hatte war eine ich, Challenge, ja. Das war auf jeden Fall eine Challenge. Und dann hatte ich auch mit meinem Ex-Management damals ein Meeting mit ihm hier im Studio. Und da fand ich halt voll nice, dass es ihm um mir als Person ging. So, es ging ihm darum, so auf, ja, aber wer ist die Künstlerin Unique? Okay, und was willst du damit erreichen? Was ist denn dein großes Ziel? Hast du Bock auf ein Bootcamp? So richtig mit Songwriting, mit Posing-Unterricht, mit wie positionierst du dich, wo? Bist du bereit, auf deine Freizeit zu verzichten, deine Freunde zu verzichten? So was geht. Und inspiriert davon bin ich dann... das war, glaube ich, im November, bevor ich dann im April für dieses Wochenende gekommen bin und dann direkt 1,5 Jahre bis jetzt geblieben bin. So. Warst du ready für dieses Bootcamp? Oder bist du manchmal eingebrochen?
Natürlich gab es auch Momente, wo ich auf jeden Fall so versuche mal irgendwie 24 Stunden wach zu sein und dich mit Themen vielleicht auseinanderzusetzen, die dir in dem Moment nicht so passen. So. Yeah. Das geht ja richtig, hat mich ja richtig nackt gemacht in dem Sinne von richtig meine Macken, meine Psyche, woher das kommt, die Ursprünge, einfach alles getan, um sich selber zu verstehen, selber daran zu glauben, die ganze Zeit daran zu glauben. So, wenn du anfängst Musik zu machen, du hast ja am Anfang noch gar nicht eine richtige Einschätzung von deinem Wert. Keine Ahnung, ob ich jetzt so heftig bin, dass man jetzt so und so viel investiert oder ob ich so heftig bin, dass man, keine Ahnung, mir Unterricht geben will. Weißt du, was ich meine? Ja. Es gibt halt, du kannst es halt als Newcomer oder als junger Mensch kannst du es nicht richtig einschätzen. So. Du weißt auch nicht, was die Leute genau von dir wollen. So. Und dementsprechend bin ich halt ja, sehr dankbar auf jeden Fall für das, was ich jetzt hier die letzten 2 Jahre erlebt habe. Krass auf jeden Fall. Wann hast du Abi gemacht, wenn ich fragen darf? 2015. 2015, alles klar. Mhm. Und das Studium dann in Berlin absolviert. Genau, Studium dann in Berlin absolviert. Jedes Wort von dir muss Gewicht haben, Q. Sie werden dich erst hören, wenn sie dich fühlen können. Ist er immer so auf dieser deepen Phase? Ja, auf jeden Fall. Bei uns ist eigentlich. Weil ich habe den Satz gefühlt. Ja, ich habe ihn verstanden. Ja, voll. Bei uns ist eigentlich immer alles deep. So, wir lenken dann vielleicht in dem Moment ab mit dem Video oder mit einer geilen Melodie. Aber eigentlich haben wir, wie gesagt, es kommt ja nichts von nichts. Da steckt viel Brain hinter, da steckt viel Strategisches hinter und. Ja, jedes Wort muss Gewicht haben. Alles, was ich mache, jedes Interview, was ich führe, das bleibt ja da erstmal auf ewig so. Meine Musik bleibt auf ewig. Ja. Was war das Krasseste, was du von ihm gelernt hast? Geduld und ein Gefühl für Disziplin. Was bedeutet Disziplin überhaupt? Wo warst du undiszipliniert? Ich würde gar nicht sagen undiszipliniert, aber wenn du halt gezwungen wirst, diszipliniert zu sein für etwas, was du aber persönlich jetzt, worauf du aber persönlich gar keinen Bock hast, wie jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Matheunterricht, 3. Stunde, dann bin ich klar nicht richtig hinterher, da diszipliniert zu sein. Aber bei Dingen, die dir liegen oder die dich glücklich machen, da fällt es dir eigentlich leichter dafür, bereit zu sein, Disziplin zu lernen. Ja. Ist Musik deine Passion gewesen? Auch schon in jungen Jahren? Ja, Musik war eigentlich schon immer meine Passion, auf jeden Fall. Ich habe die zwar erstmal ein bisschen geheim gehalten und immer mehr so in meinen Kreisen oder bin dann heimlich in den Pausen, habe ich meinen Hausmeister gefragt, ob ich in den unteren Musikraum kann, damit ich ein bisschen freestylen kann am Klavier. Aber eigentlich, also in mir drin war eigentlich schon immer so der Drang da, Größeres zu machen oder größer zu werden. Spielst du Instrumente? Hast du welche gelernt, außer Klavier jetzt? Außer Klavier? Außer Klavier habe ich eigentlich nicht wirklich so. Ich hatte, reicht. Ich hatte in der Grundschule Blockflötenunterricht. Okay. So wie wir alle. So wie wir alle. Ich kann ein paar Saiten auf der Gitarre zum Klingen bringen. Yeah. Und ansonsten eigentlich nicht wirklich. Ich fand halt ein Klavier oder ein Keyboard nice, dass du, das ist für mich wie die Basis auf den. Du hast einfach alle Töne, kannst alle Instrumente damit mäßig spielen. Yeah. Wo hast du das gelernt und wie sehr hat dir das im Musikmachen geholfen, Klavier zu spielen? Ich habe mir erstmal Klavier selber beigebracht. Ich hatte Ich bin Autodidakt, kleines Zitat von dir. Ich bin Autodidakt. Was für studieren? Ich bin Autodidakt, ganz genau. Ich habe es mir erstmal selber beigebracht und ich hatte halt so ein Keyboard mit so roten Leuchttasten, die dann in Demo-Versionen dir die Tasten vorgegeben haben. Yeah. Und dann konntest du mit dem Gerät sozusagen lernen, wie du halt Stücke nachspielst. Yeah. Und da habe ich so meine Griffe und alles Mögliche und ein Gefühl für das Instrument überhaupt erstmal entwickelt. Und dann habe ich klassischen Klavierunterricht bekommen mit Beethoven und Mozart und allen Kompagnons von denen. Ja. Welcher ist dein Lieblingskompagnon? Mein Lieblingskompagnon ist, ich finde Chopin übertrieben. Okay. Und ansonsten wären es mehr einzelne Stücke, aber es waren auch immer nur die deepen Stücke, so die traurigen, die besonders so dieser eine Ton, der eigentlich schief ist, aber er ist genau richtig da. So, das war mir immer mein Film. Und ja, ich habe dann auch immer viel lieber so für die melancholischen Stücke geübt, als jetzt für der Majestar-mäßig. Seit wann machst du eigentlich Musik? Rap-Musik?
Rap-Musik, wie definierst du das? Was meinst du mit seit wann? Okay, Musik, also wie du gerade schon beschrieben hast, machst du echt schon bestimmt seit jungen Jahren. Aber wann hast du deinen ersten Text geschrieben? Meine ersten Texte habe ich über Freestyle-Gesang geschrieben. Mhm. Und am Anfang war es so, ich hatte mein iPhone 5 und davor ein iPhone 1. Und da hattest du ja Sprachmemo. Mhm. Und dann habe ich mich, keine Ahnung, mehrere Stunden am Stück über 100.000 Tage immer recorded. Ich glaube, ich habe auf meinem Laptop in Hamburg 950 Sprachmemos in einem Jahr gemacht. Okay. Und das, keine Ahnung. Melodien oder Raps? Freestyle. Einfach das, was ich in dem Moment auf die Chords gefühlt habe. Ich habe natürlich immer meinen Flow und so mit reingebracht und meistens dann halt Melodien und dann irgendwann, am Anfang habe ich halt auf Englisch gefreestylt, weil es mir einfacher fiel, weil ich finde, dass Englisch von der Sprache her einfacher ist. So, du kannst You of You reimen. Hier wäre es dann ein billiger Zweckreim mäßig. Aber die englische Sprache ist flüssiger als die deutsche. Deutsch ist ja eher abgehakt. Ja, voll. Aber man bekommt es ja hin. Ja, man kommt es safe hin. So. Und am Ende des Tages ist Deutsch ja auch eigentlich eine schöne Sprache. So. Klar. Und dann war es für mich irgendwie eine Challenge auf. Ich will was für meine Muttersprache tun. So. Ich will wissen, ob ich es schaffe, etwas, was ich jetzt in Amerika fresh gefunden hätte, sowas auch auf Deutsch zu schaffen. Ich will gucken, ob ich das irgendwie hinkriege. So. Ja. Wer waren so deine ersten Einflüsse? Meine ersten Einflüsse musikalisch. Oder? Boah. Was haben wir im Rap-Bereich? Im Rap-Bereich, musikalisch meine ersten Einflüsse. So eins deiner ersten Videos war ja zum Beispiel Besser. Das war ja so eine Hommage an den Song von Missy Elliott. Ja. I'm Better. Ja, Mann. Also Missy Elliott hat mich auf jeden Fall mein Leben lang begleitet. Der Brad hat mich begleitet. Mhm. Jay-Z, Kanye West. Also eigentlich haben mich alle begleitet, die meine Mutter halt damals gehört hat. Meine Mutter war halt auf jeden Fall ein riesiger Musikfan. Und dementsprechend hatten wir von Soca bis Reggaeton bis Asonto bis klassisch bis 80s, Elvis, Nina Simone. Also meine Mutter hat mir echt richtig viel... Mamas Platten wie Soul Food. Mamas Platten wie Soul Food, ganz genau. Er schreckt sich nicht über mein Knowledge. Ich habe deine Sachen gerade. Ich merk schon, Digga, du bist heftig. Muss. Ist doch nice, ja. Voll. Okay. Dein Vater war Musiker, beziehungsweise ist Musiker. Mhm. Damit bist du erstmal nicht sozusagen hausieren gegangen. Too Poetic aka Grim Reaper von den Gravediggers. Mhm. Hat er dir Sachen beibringen können? Mein Vater ist schon sehr früh gestorben. Rest in peace. Danke. Da war ich 6 Jahre alt und dementsprechend habe ich nicht viele Erinnerungen, aber die Erinnerungen, die ich habe, die sind auf jeden Fall fest verankert. Und ich habe mich erst im vorletzten Jahr oder letztes Jahr richtig mit ihm so auseinandergesetzt, so was für Musik er eigentlich gemacht hat und was eigentlich damals bei ihm alles ging. Und mir war aber halt trotzdem wichtig, für mich selber zu wissen, es ist nicht, weil mein Vater Rapper war und nicht, weil meine Mutter Musikfan ist, sondern weil ich das anscheinend will. Und das Schicksal fügt sich dann auch so zusammen, dass ich dann zum Beispiel einen Michael treffe oder dass Michael dann mich trifft und wir dann halt so banden und dieses riesige Projekt aus uns bauen. Das ist dann irgendwie, das fühlt sich dann so an, als wäre das richtig so. Und als hätte das gar nicht so viel zu tun mit, ja, das ist die Tochter von dem oder das ist die Tochter von ihr. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ist schon etwas Besonderes auf jeden Fall. Ich kannte die Musik nicht. Mhm. Also ich habe mich auch nie mit der Musik befasst. Ja. So als ich drauf gestoßen bin, ich so, was? Check das nochmal ab. Mhm. Nochmal bei YouTube geguckt, so, den Song kanntest du. Ja. Aber ich konnte das in keinen Zusammenhang bringen. Ja. Und krass, dass so ein großer Name dein Vater ist. Konntest du im Nachhinein etwas von ihm lernen? Weil seine Musikstücke sind ja verewigt. Und so, wenn man das so ein bisschen mehr analysiert, kann man ja was draus lernen. So wie wenn man ein Gedicht von sonst wen analysiert. Ja, voll. Ich habe sehr viel aus dem Interview, was er damals vor 20 Jahren mit Tyrone Rickens geführt hat, als wir auf Europa-Tour waren. Und dann hatte ich ja ein Interview mit Tyrone. Und es war eigentlich voll krass, so dann dem Menschen gegenüber zu stehen, der meinen Vater mäßig interviewt hat. Und es war halt so... jetzt habe ich ganz kurz meinen Faden verloren. Moment. Du hast den Faden verloren, weil wir die Fahne von ihrer Team im Hintergrund haben. Ich denke, guck mal. Bau sie ruhig auf, Marvin. Geh mal kurz die Box her. Darf ich das Sidekick heute sein? Ich habe hier diese schöne Box. Ja. Dankeschön. Alter, die ist voll schwer. Ja, da ist doch viel drin. Krass, Alter. Die werden wir am Ende mal auspacken. Okay. Wenn wir dürfen. Ja. Und er baut da hinten mal die Fahne auf. Mach das. Ganz normal. Okay, wo waren wir gerade? Wir waren beim Interview. Genau, und dann hatte ich ein Interview mit Tyrone. Und die Dinge, die mein Dad halt einfach gesagt hat, dieses Konzept von Gravediggers, heißt ja Totengräber auf Deutsch.
Und es geht darum, so tief in dich, du musst sozusagen sterben, um einmal wieder aufzustehen, um zu wissen, wer du bist, um dein Licht sozusagen zu finden. Dass du selbst in der Dunkelheit, wenn es draußen dunkel ist, siehst du trotzdem den Mond mäßig. Yeah. Wenn es draußen hell ist, ist der Mond eigentlich auch noch da. Es ist trotzdem ein Licht, aber es ist halt eine andere Art von Licht. Und diese Philosophien finde ich auf jeden Fall sehr inspirierend und auch früher halt, man kennt das ja, wenn so Eltern ihre Lieblingsfloskeln haben, die sie einen immer wieder reindrücken. So. Welche war es bei dir? Bei mir war es listen, think, speak. Okay. Ganz trocken, aber hat mir auf jeden Fall viel geholfen. So. Safe. Nochmal zurück zu einem Album zu kommen. Mhm. Wer sind die, also warum Gift? Steht es in Kombination zu deinen zu einem Cobra-Militär-Movement? Und kann man es so nennen? Ja, man kann es auf jeden Fall Cobra, gefährliche Kiki, gefährliche Cobra. Deswegen natürlich einmal Gift. Und Gift auf Englisch heißt ja Geschenk. Ah, also okay. Gebe ich in dem Moment, ich gebe dir zwar Gift, aber ich gebe dir auch ein Gift. So. Das ist etwas, in der Box ist so viel drin. Ich gebe 19 Titel auf mein Album. So. Ich will für alle die Leute, die darauf gewartet haben, dass ich was mache, die mich auf den Weg immer weiter gepusht haben, die nicht aufgehört haben, an mich zu glauben, so. Denen wollte ich einfach was zurückgeben. Yeah. So, und ich wollte aber dafür arbeiten. Egal, was ich im Leben erreiche, egal, was noch kommen wird, ich will sagen können, ich habe dafür gearbeitet. Deswegen war uns die Reality Show zum Beispiel auch so wichtig. Dass du wirklich sehen kannst, okay, ich sehe das Chick, was jetzt gerade eben in dem Musikvideo so und so aussah, ungeschminkt, raw, wie sie redet, wie sie sich gibt, wie sie sich anzieht, ihren Sprachgebrauch. Du lernst mich richtig als personenmäßig kennen und das alles im eigenen Kosmos mäßig. Und das war mir halt voll wichtig, so zumindest für den Anfang meiner Karriere. War das schwierig, mit der Kamera zu arbeiten? Weil es gibt ja so diesen ersten Effekt, jemand steht da mit der Kamera und dann redet man so ein bisschen anders. Und so nach der dritten Stunde vergisst du die Kamera. Genau. So, wann hattest du bei dir den Punkt gehabt? Ich hatte den Punkt eigentlich... Weil Doku ist auch extrem persönlich. Also ja, voll. Und wir haben ja alles gefilmt. Also die Kameras liefen die ganze Zeit. So, und dann haben wir auch noch selber alles geschnitten und selber alles geuploadet und so eine Sachen. Das heißt, wir hatten, während wir noch das Album fertig gemacht haben, und wie viele Musikvideos habe ich jetzt gerade draußen? Keine Ahnung, Alter. Sechs, ich will gleich mal abzählen, extrem viele. Ja. Jubel ist auch mit auf dem Album drauf, ne? Nee, Jubel ist okay, nicht alles auf dem klar, Album sorry. Drauf. Jubel kam davor. Aber ja, so diese ganze... Wir haben halt ordentlich Kette gegeben, ne? Auf jeden Fall. Mit Top-Qualität, wie man es von Michael kennt auf jeden Fall. Ja. Ey, dein Cover. Man hat dich natürlich auch gesehen, wie ihr das Cover geshootet habt. Das war kein Photoshop. Du standst da wirklich und hast die Farbe über deinen Kopf bekommen. Ja, Mann. Die Farbe ist mir einfach in die Augen gelaufen. Ich hatte doch so Schlangenkontaktlinsen drin, ne? Meine Kontaktlinse hat sich gedreht, meine Augen haben gebrannt, Digga, ich wollte heulen. Und Maike die ganze Zeit so, come on, Q, du schaffst das, du schaffst das. Und ich so, ja, okay. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Yeah. So. Ja, so silberne Farbe, Schlangenaugen, so ein bisschen diese Schuppen von der Kobra. Ja. Dann noch die, Krone drauf. Immer. Königskobra-Style. Königskobra-Style, immer. Krone ist wichtig. Yeah. Dein Name, Unique, die Einzigartige. Hast du den Namen selber gegeben oder hast du den von jemandem bekommen? Unique ist mein echter Name, den hat meine Mutter mir gegeben. Das ist mein, das ist mein echter Name und mein Vater war aber dann damals der Meinung, dass Unique jetzt nur mit dem U wäre zu simpel gewesen. Deswegen haben wir auch voll viele Probleme, dann, weil da ein E vor dem U ist. Yeah. Wissen sie jetzt nicht, okay, Unique, Uniqua, was geht ab bei ihr? Und mein Vater hat halt damals ein E vor dem U gesetzt, weil ich halt mehr ein ruhiges Kind war, weil ich gerne mehr die Leute beobachtet habe und mehr für mich immer war. Und deswegen ist das E still und deswegen ist es trotzdem Unique. Mhm. Ja. Warum hast du dich für deinen bürgerlichen Namen entschieden? Mir ist, um echt zu sein, gar nichts anderes so richtig eingefallen. Ich weiß es, um echt zu sein, gar nicht. Ja. Ich habe nie darüber nachgedacht, mir einen anderen Namen mäßig so auszusuchen. Mhm. Ich habe dann nach dem ersten Freestyle mich auf jeden Fall dafür entschieden, mit der gefährlichen Kikobra damit zu riden. So. Das hat sich einfach für mich nice angehört und ich habe das auch seitdem durchgezogen. Aber ansonsten ist Unique so schon zu... 99% ich, also. Geil, auf jeden Fall. Das ganze Freestylen, beherrschst du das gut
Und diese ersten Sachen, die du bei Facebook hochgeladen hast, waren das echte Freestyles oder vorgeschriebene Sachen? Teils, teils. Also ich habe das immer so gemacht, ich habe mich 3 Stunden hingesetzt, die ganze Zeit geschrieben, die ganze Zeit den gleichen Beat gehört. Und bei mir war es so, Digga, mein iPhone 5 ist so gecrackt gewesen, glaubst du mir? Ich konnte nicht mal sehen, wie ich selber aussehe. Okay. Verstehst du, das war so dieses Level, du willst jemanden, genau, du willst jemanden anrufen, aber ich war broke. Du willst jemanden anrufen und mein Handy ruft irgendwelche Leute an, ruft meinen Lehrer an oder ruft meine Mutter an, aber es ist 3 Uhr nachts und so eine Sachen. So, mein Handy war einfach tot. Und dann habe ich immer mein Handy vor den Laptop gestellt, den Beat angemacht und dann habe ich so oft gemacht, bis ich es drin hatte. Mhm. Und dann habe ich sozusagen so wiedergegeben, ja. Was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, dass du es wirklich hochlädst? Ich glaube, am Ende des Tages wollte ich einfach die Meinungen der Menschen wissen. So, weil ich selber hätte nicht von mir gesagt, oh, ich kann voll geil singen oder ich kann voll gut rappen und so. Ich wollte irgendwie wissen, so, ja, kann ich? Oder juckt es niemanden? Oder was passiert denn, wenn ich es mache? So. Und ja, wie fand dein Freundeskreis deine Musik? Oder hast du dir das auch nicht gezeigt? Doch, mein Freundeskreis wusste auch, dass ich, was ich die ganze Zeit mache und dass ich halt musikalisch bin und alles. Und die haben mich auch immer gepusht, immer so auf, nee, du musst was daraus machen und so, ist voll heftig und so. Und ich war immer nur so auf, nein, Leute, ihr sagt das nur, weil ich eure Freundin bin, hör mal auf und so. Die haben mich auf jeden Fall auch sehr dazu ermutigt, einfach hochzuladen oder scheiß doch drauf, guck doch einfach, was die Leute sagen. So. Ja. Wie finden deine Freunde jetzt deinen Werdegang und fragen dich, ey, wann kommst du mal wieder nach Hamburg zurück? Teils, teils. So. Ich habe auf jeden Fall auf diesem Weg gelernt, dass sich Menschen weiterentwickeln und dass sich Menschen verändern und dass das auch gut so ist. Yeah. Und das kristallisiert sich eigentlich relativ schnell raus, was welcher Freund sich für dich wünscht und wie er dann da mit der Situation mit dir umgeht. So. Es war ja eine extra es war ja eine außergewöhnliche Situation. Mhm. Ist ja nichts Normales, ich rufe dich noch an, ich sag, ja, Digga, ich habe jetzt ein Meeting in Berlin und dann siehst du mich ein halbes Jahr nicht. Oder, und ich melde mich dann auch nicht, weil ich war wirklich auf, okay, Scheuklappen auf, durchziehen. Die eine fuckt mich ab, die andere ist enttäuscht. Dann meine Mutter denkt sich auch so, was machst du, warum meldest du dich nicht? Weißt du, ich habe einfach durchgezogen. Ich wusste, okay, ich werde nie wieder die Möglichkeit kriegen, mich wirklich einmal auf etwas richtig vorzubereiten. Yeah. So. Und deswegen bin ich halt dieses Risiko sozusagen eingegangen einfach. Mhm. Und meine Day Ones sind immer noch mit mir. So, es sind nicht viele Freunde, die ich verloren habe. Yeah. Und dafür bin ich halt auch sehr dankbar, weil es viel von Vertrauen irgendwie zeugt. So einfach dieses, nein, ich vertraue auf dein Wort. Und jetzt zu sehen, Digga, wenn auch morgen ich meine Freunde wiedersehen werde aus Hamburg bei der Release Party, ist einfach so dieses, Walla Unique, du hast uns immer gesagt, du hast gesagt, du wirst irgendwann richtig heftig und so. Mhm. Du hast uns immer gesagt, ich schwöre, du hast uns gesagt, du wirst so und so machen und jetzt hast du so und so gemacht. Und das ist voll, das ist ein richtig geiles Gefühl. So. Viel Neid und Missgunst entstanden, so, ich will nicht sagen unter Freunden, aber so allgemein. Weil man kennt das ja so, einer, der nichts hatte, sozusagen, kommt plötzlich um die Ecke, rasiert alles und dann kommen und die ersten Hater. Und plötzlich wollen dann alle unten sehen. Ja, klar. Kleines Zitat auf jeden Fall. Du weißt doch, Jubel kommt erst, wenn es klappt. Ja. Klappt. Sie warten drauf, dass ich es verkacke. Ja, gibt es da viele Leute von? Ich nehme mal an. Also du spürst ja manchmal Energien von Leuten oder bestimmte Vibes oder bestimmte Strömungen. Ich war in der Zeit nicht so viel draußen, als dass es mir jetzt in Realität krass aufgefallen ist. Yeah. Aber wenn ich draußen war, habe ich schon ein paar Mal auf jeden Fall den ein bisschen gespürt und auch dieses, die Leute sind halt erst am Start, wenn es so richtig knallt und davor haben sie lieber keine Meinung oder finden es halt scheiße, bis zu dem Punkt, wo es halt so klatscht, dass du es nicht mehr ignorieren kannst. Und dann, ja, Mann, ich war von Anfang an gesagt, da, ich habe schon immer gesagt, du bist die krasseste. Wo warst du denn? Ja. Ich hatte ein Interview mit Flair gehabt, das war im Dezember 2016. Mhm. Da hatten wir auch über dich gesprochen. Wir haben zwar nicht deinen Namen genannt, weil es noch so ein bisschen alles undercover war. Yeah. Und er meinte so von wegen, ey, ich habe da eine im Auge und die würde ich vielleicht sogar sein. Mhm. Aber es ist irgendwie nicht dazu gekommen. Nee, es ist so, was für Angebote kamen da alle?
Boah, es kamen unterschiedliche Angebote, aber ich glaube, wenn ich jetzt Namen... Ja, normal, wenn ich jetzt nicht alle Namen nenne, aber zum Beispiel Flair hat es ja auch öffentlich gesagt. Ja, ja, Flair war auch der erste Rapper, der mich direkt gepusht hat mit dem ersten Video, hat das geteilt. Es war auch so ein richtiger Thank-You-Moment, es war auf jeden Fall echt nice. Ich finde das allgemein, ich habe sehr viel Respekt davor, wenn andere Menschen mir auch Respekt geben. Und wenn halt, man merkt halt, wenn etwas aus Ego gemacht wird oder aus Stolz oder wenn etwas einfach auf... Nein, weißt du was, es ist echt heftig so, weißt du? Yeah. So, da gibt es nicht dieses, hä, nee, ist mir doch scheißegal und so, bla bla, soll die doch machen, was sie macht, sondern einfach auf, nein, war doch stabil, ist doch alles cool. Ja. Yeah. Ja. Was geht in Hamburg? Du bist Hamburgerin. Ja, Mann, ich bin Hamburgerin, 040. Ich habe auch einen Song auf dem Album, der ist 040. Ja, das war gerade der falscheste Song, den wir gehört haben, als wir in Berlin reingefahren sind. Echt? Alle so, eine also, Ampel, was für Hamburg. Okay. Nee, 040 war mir einfach wichtig, gerade weil ich halt so lange nicht in Hamburg war, einfach was für meine Heimatstadt zu tun, damit du halt niemals vergisst, wo du herkommst. Ich wurde in Hamburg geboren und mir war einfach wichtig, wenn ich rausgehe, dass ich mit was zurückkomme. So, wenn ich mit was zurückkomme, will ich mit einem Knall zurückkommen. Ich will sagen, guck mal, ich weiß, du warst sauer, dass ich lange nicht da war. Du dachtest, ich habe die Stadt verraten. Habe ich aber gar nicht. Bruder, ich habe in einem Bootcamp 24-7 mir den Arsch aufgerissen. Checkst du? Ich hab mein ganzes Leben gegeben, Digga. Wer ist denn bereit, sowas zu machen? Yeah. Alle gehen immer auf Nummer sicher. Alle haben irgendwie Plan B, Plan C, Plan D. Digga, ich gehe mit meinem Gesicht raus, so. Es wird alles auf eine Karte gesetzt? Alles auf eine Karte gesetzt. Ja. Gibt es da einen Fluchtweg, wo man sagen kann, ey, falls das nicht klappen sollte, hat man immer noch das und das? Nicht wirklich. Also die Dinge, die ich mir auf dem Weg aneigne, wie jetzt zum Beispiel, dass ich mich selber recorden kann oder meine eigenen Beats bauen kann. Hammer, ja. Oder dass ich halt Klavier spielen kann, gibt mir dann einen Vorteil, wenn es jetzt um Komposition geht. Je besser ich werde im Schreiben, desto mehr kann ich auch vielleicht für andere mitschreiben und so weiter und so fort. Also da gibt es auf jeden Fall immer eine Erweiterung von deinem Talent, die du irgendwie machen kannst. Und aber ich glaube, es wird eh immer alles im gleichen Kosmos stattfinden. Ja. Was waren das für Disziplinen, durch die dich Michael durchgejagt hat? Und auch Respekt für seine Arbeit, weil ganz ehrlich, so, wer hat drauf Bock, so mit einem Newcomer, also man muss schon daran glauben und er musste schon an dich glauben. Natürlich. Weil wenn das irgendeiner wäre, so von wegen, hier, bring mir mal die ganzen Disziplinen bei, so würde ich auch sagen, so hier, ja, Digga, voll. Mach erst mal selber. Er hat mich einfach gesehen, ich weiß auch nicht, er hat mich gesehen, er hat mich ausgewählt und ja, ist auf jeden Fall krass. Er hat ja auch sein ganzes Leben, hä? Ich bin bei ihm reingekommen, bin 2 Jahre geblieben, so, ich wohne da mit seiner Frau zusammen und ihm zusammen, das ist auch so ein Ding, so auf, Digga, kommst du mir hier mit irgendeiner Chick, Digga, die schläft jetzt hier die ganze Zeit auf meinem Sofa, was ist hier los, mäßig, aber wir haben es irgendwie geschafft, so, weil der Drang, den gemeinsamen Traum so zu verwirklichen, viel höher ist als alles drumherum, so. Ich lerne so viele Sachen von Michael, dass es schon behindert ist auf den, so vieles über Loyalität, so vieles über gerade sein, so vieles über ehrlich sein, so vieles über sich selber kennenlernen und so weiter und so fort. Und das birgt halt von sehr viel Vertrauen oder sehr viel Glauben, den ein Mensch dir gegenüber gibt. So. Er hat mir ja auch sein Leben in die Hand gegeben, vom Ding her. So. Er hat ja auch viel investiert, viel Zeit investiert, Kameras immer aufgebaut, gedreht, das ganze Album fast produziert am Ende des Tages, so, weil sich halt allgemein, glaube ich, wenig Menschen für eine Sache, die ihnen an Herzen liegt, so viel Mühe geben. So, die meisten sind dann halt zufrieden mit 50%. Michael ist nicht zufrieden mit 50%. Shit. Er ist nicht zufrieden, wenn es 99,9% sind. So. Und das sind auf jeden Fall Attribute, die ich mir auf jeden Fall von ihm so aneignen möchte und daran arbeite, auch so in die Richtung zu gehen. Stabil auf jeden Fall. Ja. Du hast mir vorhin eine kleine Story erzählt, von wegen, du wolltest im... Wann war das? Im Dezember wolltest du nach Ghana fliegen, dann hast du deinen Ausweis irgendwo in Hamburg oder Berlin liegen lassen. Ja, und Mann. Was für musikalische Einflüsse hast du aus deinen Wurzeln? Du seidest ja zum Beispiel sowas wie Afro-Trap voll beliebt. Mhm. Und bei dir so halb Afro, halt Afrika und halb dieser jamaikanische oder dieser Karibik-Sound aus Trinidad. Ja, Mann. Das ist ja irgendwie gerade der Sound, wenn man ganz ehrlich ist. Und eigentlich bin ich das ja auch so. Meine Mama kommt aus Ghana, mein Papa kam aus Trinidad und Tobago, hat aber in New York gelebt. So. Mhm. Deswegen bin ich US Citizen und mein Opa kommt aus England. Yeah. Das heißt, ich bin so erstmal alles englischsprachige Räume in meinem Blut.
Und klar, von der Musik her, ghanaische Musik, Highlife Music. Shoutout an alle meine Ghanaer da draußen, ihr wisst Bescheid. Highlife Music? Highlife Music. Was ist das genau? Das ist so wie Trend, also Trendmusik. Okay, dieses, wenn du feiern gehst und so, Asonto, die nice Songs, die richtig ballern auf den. Und ja, dann habe ich natürlich auch, dadurch, dass meine Mutter viel Dancehall gehört hat, viel Reggae gehört hat, ich bin mit meiner Mutter so ab 14, 15 hatte sie so eine Rastermützenkollektion und dann irgendwann kamen noch Fadenohrringe dazu und so weiter und so fort. Das heißt, ich war früher auf Summer Jam, ich war auf Frauenfeld-Festival und wir hatten halt diese Stände auf denen. Mhm. Weißt du, diese Stände, wo dann die ganzen Leute, die suff sind beim Festival, der ja dich abfacken und irgendwelche Sachen von dir versuchen zu klauen, Digga, und du bist so auf, bruh, was ist los? Und ist auf jeden Fall für mich dieses Jahr auch sehr interessant, dass ich mal aus einer anderen Perspektive auf ein Festival gehen werde. So, weil ich jetzt bis jetzt nur als arbeitender Zuschauer da gewesen bin. Und für mich und meine Mom ist das auf jeden Fall auch krass, so einfach dieses, okay, dieses Jahr bin ich irgendwie auf irgendwelchen Festivals und so. Ich bin Headliner beim 040 Festival und so eine Sache, das ist schon echt krass alles, ja. Wie findet deine Mutter deine Musik? Hast du ihr dein Album vorgespielt, beziehungsweise ihr geschickt? Ja, klar, also meine Mutter, die kriegt eigentlich viel mit, was musikalisch bei mir geht. So, die freut sich auch immer. Ich will ihr immer nicht zu viel erzählen, weil sie dann so ein Mensch ist, der das nicht für sich behalten kann, weißt du? Aber sie feiert mich, sie supportet mich. Das ist auch sehr wichtig, weil ich glaube, dass Eltern, vor allem in meinem Alter, so ich bin jetzt 22 Jahre alt, dass deren Einfluss auf einen vielleicht, auch wenn man denkt, dass man es schon drauf hat, sehr wichtig ist. So dieses ganz kurz runterholen oder... Unique, musst du dich so ausdrücken? Yeah. Und ich bin dann so auf, Mama, aber, wenn ich es nicht so und so sage, dann verstehen die Leute mich nicht richtig und also so. Also ist noch mit dem Rotstift an deine Texte rangegangen, das Wort raus. Nein, das mit dem Rotstift an meine Texte rangegangen, das war schon vorbei, als ich damals Rückblick-Bars hatte. Und da war es ja dieses, da habe ich Bars gesagt wie, nein, ich chill nicht auf Netflix, ich setz mich lieber auf Brad Pitt, nimm seinen Schwanz, das ist mein Joystick. Ich nehme mir den Cock mit, schieb ihn und ich rap das meiner Mutter vor und sie ist so auf. So direkt so aufgefallen, ja. Sie ist einfach so dieses, warum? Ich so, Mama, lass mich doch entfalten. Sie so, ja, aber nicht so, warum? Ja, und dann irgendwann hat sie mich aber einfach so für den Menschen akzeptiert, der ich bin, so, weil ich ja nicht aufgehört habe, so zu sein. Ich habe mich ja dann nicht, weil sie mir Kritik geäußert hat mäßig, dann komplett verändert oder deswegen weniger mich ausgedrückt, wie ich mich jetzt immer noch ausdrücke. Weil ich glaube auch, dass das wichtig ist, dass du deine eigene Sprache entwickelst. Und ich bin jetzt gerade in einem Alter, wo ich mich so ausdrücke und deswegen sollte das auch in Ordnung sein. Was bedeutet Musik für dich? Warum machst du Musik? Musik bedeutet für mich alles. Für mich bedeutet das Leben, für mich bedeutet das ein friedliches Leben vor allem. Weil ich finde, in dieser Welt ist es immer so laut an Störsignalen, an Kriegsgeräuschen, an was auch immer. Und Musik ist etwas, was zeitlos ist. Musik ist etwas, was dich in eine andere Welt holen kann. So, da bist du gerne, da kannst du dich, je nachdem, wie du dich fühlst, einfach entfalten und bist in deiner ganz eigenen Welt. So, Musik ist für mich so wie Bücher. Bücher lesen, so du brauchst, in deinem Kopf, kennst du das nicht, wenn du ein Lied hörst und du hast voll die Filme in deinem Kopf? Ja. Bei Liedern habe ich das, bei Büchern leider nicht. Bist du so eine Leseratte? Digga, secretly, du verstehst nicht. Am liebsten wäre ich jetzt nicht in Promophase, Flugmodus, 5, 6 Bücher. Kannst du entspannen, wenn du Bücher liest? Kannst du entspannen, wenn du Bücher liest? Ja. Bei mir ist es immer noch so eine Anstrengung, auch in der Schule, die haben mich gekriegt. Ah, das verstehe ich. Aber meine Mutter dachte, sie ist schlau. Sie sagt zu mir, ja, guck mal, ich kaufe dir jetzt nice Bücher und so. Vielleicht gefällt es dir ja, wenn du mal das und das liest. Welche Bücher waren das? Und dann habe ich halt, ich habe angefangen mit Hier kommt Lola, Tintenherz, Eragon, alles Mögliche. Und dann, ja, dann war ich lost. Dann war ich diese Person, die wirklich 300 Euro Schulden bei der Bücherhalle hatte, weil sie einfach dann so 30 Bücher ausgegeben hat. Besser da als irgendwo anders. Verstehst du? Das ist der beste Ort, wo man als junger Mensch Schulden haben kann. Meine Mutter dachte sich auch so, sie so, scheiße, ich wollte dich doch nur auf den Geschmack bringen jetzt. Ich will nichts anderes zu Weihnachten haben als Bücher. So. Okay. Ist halt so gewesen, ja. Dein Lieblingsbuch? Mein Lieblingsbuch? Aller Lieblingsbuch. Oder Top 3. Top 3. Ungelistet, einfach nur so. Top 3. Lieblingsbuch, was habe ich denn öfters gelesen?
Ich werde jetzt das mal bei dieser Frage wirklich so lange hinhalten, bis du was sagst, weil unsere Zuschauer müssen auch mal ein bisschen was lernen, oder? Ja, normal, normal. Aber ich überlege gerade so, was ich von mir preisgebe und was nicht. Lass ich mal überlegen. Oder welche Bücher kannst du jungen Menschen empfehlen? Welche Bücher kann ich? Ja, guck mal, jetzt hast du mich gefickt, Digga. Ich wollte gerade sagen, 50 Shades of Grey. Gib dir. Power ist auf jeden Fall ein krasses Buch. Ich war damals auch gezwungen, Rich Dad Poor Dad zu lesen von Robert Greene. Was geht's da? Da geht es darum, du hast einen reichen Vater und einen armen Vater. Was rät dir der reiche Vater und was rät dir der arme Vater? In gewissen Situationen, also wo es darum geht, zu lernen, selbst Herr über dein Leben zu werden, so in dem Sinne. Okay. So dieses einfach, gebt euch einfach das Buch, Digga, ist einfach krank. Dann gibt es noch E hoch 2, das ist auch krank. E hoch 2. Okay. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, von wem das war, aber in dem Buch geht es darum, so ähnlich wie bei The Secret, an etwas zu denken und es dann in deiner Realität wiederzufinden. Und ich habe mir das damals gekauft und dann war das noch so in dem Buch drin, kannst du halt ausfüllen, da gibt es dann so gewisse Beispiele, die du ausführen kannst und gucken kannst, ob das jetzt passiert oder nicht, und dann musst du so Protokoll da drin schreiben, ne? Okay, krass. Und richtiger Test? Ja, so ein richtiger Test auf den, weil das hört sich ja alles immer schön und gut an, ja, denk die ganze Zeit an ein, ich gebe dir mal ein Beispiel, die haben da reingeschrieben, er sende die Nachricht ans Universum heraus, dass du in 48 Stunden nur noch beige Autos sehen willst. Und um das zu bestätigen, sagst du dann, und nach 24 Stunden von den 28 Stunden will ich nur rote Schmetterlinge sehen, mäßig. Und dann dachte ich so, okay, jetzt fick ich euch. Ich will in den nächsten 48 Stunden nur grüne Autos sehen und ich will einen grünen Schmetterling sehen, weil es für mich unwahrscheinlich war. So, wir waren im Herbst. Dann, ich sende so diese Nachricht raus, bla bla. Ich achte schon gar nicht mehr auf den Tag am nächsten Morgen. Ich gehe zur Schule. Ich sehe einen quietschgrünen Range Rover. Das ist ja nicht mal so diese Ford oder so, wo man sagen kann, ja okay, es gibt die auch in dunkelgrün oder so, sondern einfach so quietschgrünen Range Rover. Ich denke schon so, hä? Dann grüne Mini Cooper, grüne Smarts, grüne Mercedes. Ich denke so, was ist hier los? Und das ist irgendwie voll krass gewesen. Und dann nach 24 Stunden, ich habe damals bei Jim Block als Aushilfe gearbeitet. Kennst du das? Ja klar, bei welchem? Barmbek. Barmbek, okay. Ja. Kenn ich, ja. Da habe ich als Aushilfe gearbeitet. Also richtig von Tellerwäscherin zur hoffentlich Millionärin. Ich hatte da mal einen Probetag gehabt, da direkt abgebrochen. Was? Warum? Ich hab ja auch in Hamburg studiert, ja. Und dann habe ich da einen Tag so gearbeitet, aber war nichts für mich. War nichts für dich, ja. Nach einer Stunde wieder abgehauen, Daud. Krass. Oha, oha. Ohne Ciao zu sagen. Auch direkt erster Tag, ja, du bist jetzt erstmal in der Küche. Ich gerade Nägel gemacht und so. Ich so, ich muss nicht. Warum? Naja, und auf jeden Fall bin ich da nach der Arbeit rausgegangen. Und dann war da so ein, kennt ihr diese Limettenfalter? Ja. Yeah. Und die sind ja eigentlich gelb, aber der war halt in so einem grün-gelb irgendwie, okay. Weißt du? Und er fliegt einfach so an meinem Face vorbei und dann weißt du auf, okay, du, ich glaube dran, alles klar. Ja, und was es eigentlich sagt ist, dass wir voll oft Sachen, die eigentlich direkt vor unseren Augen sind, übersehen. Aber wenn du dein Augenmerk darauf legst, dann wird dir das auch auf deinem Weg begegnen mäßig. Ja. Okay, und lass uns mal den Leuten eine Challenge für dein Album geben. Auf was sollen sie achten? Wow, es gibt... Achtet mal auf die Adlibs. Achtet mal auf die Adlibs in ihren Songs. Feierst du? So, die hören dann deine Songs an, jetzt hören die nur noch die Adlibs. Beat und so, alles ist egal jetzt. Es gibt auf jeden Fall eine Stelle, ich weiß jetzt aber gerade nicht, in welchem Song. Findet heraus, in welchem Song ich eine versteckte Nachricht mitteile. Es gibt einen Part in einem Song, okay. Da spreche ich eine Sprache. Die kannst du aber nur entschlüsseln, wenn du gewisse Dinge tust. Okay. Und wenn du es dann herausgefunden hast, dann ist es auf jeden Fall heftig. Auf jeden Fall. Ja. Einmal unten in die Kommentare rein. Und der Gewinner, der erste das macht, der bekommt dann die Box. Ja, natürlich. Mike klärt das. Ja, Mike klärt das safe. Alles klar. Die Box ist auch echt. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich mich überhaupt mit so einer Box auf den befasst. Hast du die schon mal entpackt? Weil ich möchte die schöne Box jetzt nicht einfach so öffnen. Ja, ich glaube schon. Okay, geil. Ja, in dieser Box. Erstmal hier vorne mein Albumcover. Yeah. Das Ganze ist auch ein Sticker. Das heißt, sobald du die Folie abmachst, kannst du das abmachen. Cool. Und dann hast du hier diese Banderole drumherum.
Und dann kannst du die runter machen und dann ist die ganze Box hier aus Schlangenleder. Ja, hab ich da oben gesehen. Mhm. Okay, geil. Ja, ist eigentlich auch echt ganz geil. Und dann machst du es auf und dann siehst du da drin erstmal zwei CDs. Du hast einmal mein Album da drin mit 19 Titeln. Ja. Und dann hast du noch Pures Gift, das ist die Live-DVD. Ich hatte einen Auftritt zum 2-jährigen Jubiläum von Red Bull. Okay. Und war auch irgendwie voll krass. So auf, ja, Unique, hast du dann nicht Lust zu performen zu unserem 2-jährigen Jubiläum? Und einfach, weil wir ein sehr enges Verhältnis dann mit Red Bull aufgebaut hatten in der Zeit, wo ich da recorded habe, so, weil die irgendwie meinten, es hat noch nie jemand sich so viel Mühe gegeben. Bruder, du verstehst nicht. Wir haben da Tage, auf denen wir haben den gleichen Film, den wir hier im Studio hatten, einfach auf ein anderes Studio. Auf Red Bulls Nacken. Ja, einfach überschrieben auf den, richtig wieder mit nicht schlafen, eigentlich macht die Tür erst wieder um 11 auf und so. Und, ja, war auf jeden Fall eine krasse Phase. Genau, der Auftritt ist darauf, dann noch eine versteckte Folge Becoming Unique. Okay. Und dann hast du da noch 8 Tracks, die ich dann live da performt habe, nochmal als Solo-Tracks, davon sind 3 Akustik. Yeah. Und ich glaube, ich habe letztens das durchgerechnet. Ich glaube, ich bin bei 35 Titeln, die sich in dieser Box befinden am Ende des Tages. Eine EP ist auch noch mit drauf, ja? Genau, eine EP ist auch noch mit drauf, eine Boss-EP. Da war es mir einfach wichtig, so dieses, wenn ich es schaffe, dann will ich so viele Leute mit mir ziehen, wie ich nur kann. Deswegen, ich habe 14 Rapper dann auch mit auf der EP drauf. Genau, da sind auf jeden Fall viele, ich weiß nicht genau, ich glaube 14, ja. 7 Lektionen, Boss-EP. Das ist auf jeden Fall ein Statement-EP. So. Das ist 21 Minuten Beats-Geballere von Static Digga, kranke Parts von diversen Rappern. So. Und das war auf jeden Fall so ein Ding für mich, dieses, okay, so, wenn meine Tür auf ist, dann hole ich jetzt alle meine Brüder rein. Mhm. Let's go. Wer sind deine Brüder? Paar Namen droppen. Wer mit drauf ist, ist zum Beispiel Michael O. Ich habe Busy mit da drauf, mein Twin. Mhm. Ich habe... Dein Twin? Ja, mein Twin. Er ist nicht mein richtiger Twin, aber wir sind Twins eigentlich doch schon. Also eigentlich Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Okay, alles klar. Ja. Aber ich habe eine Cousine, die ist nice. Okay, cool. wer ist noch drauf? Kelsen, Petit Frey, Mortel, Loco Ben, Macabelli, Teaser aus Österreich, wen habe ich vergessen? Sind auf jeden Fall einige drauf, wird Freunde. Auf jeden Fall krank, Digga. Deswegen müsst ihr euch auch die Box holen. Ja. Links natürlich unten in der Videobeschreibung. wie sah eigentlich die Produktionsphase aus? Wo hast du aufgenommen? War das gerade euer Studio oder dann Red Bull hast du noch gesagt? Genau, also das war unser Studio. Und wie oft wurden die Songs verworfen? Weil du gesagt hast, Michael gibt es ja auch nicht mit 99,9 zufrieden. Du weißt nicht. Es gibt Songs, die habe ich teilweise schon auf 5 verschiedenen Beats gehört. Ich habe 6 Produzenten, die daran zerbrochen sind, weil sie sich dachten, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. So, wenn man dann versucht, Vocal zu sticken oder etwas geremixed werden muss oder dann noch mal was umgeschrieben werden muss, weil es jetzt gerade nicht mehr auf die Zeit passt. So. Ist auf jeden Fall... Wer waren die Produzenten? Ich habe Judy drauf bei Giftig, dann natürlich Michael, immer als Executive Producer vor allem. Static, Lucry, Yoshimitsu, MacLeod, habe ich jemanden vergessen? Rook ist noch drauf, Ari Beats. Also auch die erste Liga aus Deutschland? Ja, eigentlich schon, ja. Wie bei den Features. Also es war wirklich so Feature gedroppt. So, Alter, was geht da ab? Kata, Casey. Mhm. Bei mir viele. Guck mal, ich habe gerade, immer wenn ich Casey sage, geht Siri an. Casey ist bei dir auch so. Siri, geh wieder aus, Alter. Alles klar. Vase, Azimemo, Mert, Adel, Tavir und dann noch die Jungs von der EP. Genau. Erstmal so kurze Statements. Wie kam es zur Connection mit Vase? Und wie war er drauf? Vase wurde mir von Mo Phoenix vorgestellt. Mo und Michael sind ja sehr eng miteinander. Ach so, okay. Der hat uns auch über... ich glaube, ja, Mo hat mich auch schon, als ich noch 100% Dreh da hatte, direkt hier Kleistpark, war auch da, ist zu Besuch gekommen und so, hat auf jeden Fall auch meine Entwicklung so mitbekommen. Und dann warum war nicht mit Mo aufgenommen? Warum nicht mit Mo? Ich weiß auch nicht, warum wir so waren. Ich weiß Weil auch bei nicht. Ihm läuft das zurzeit auch extrem gut. Ja, voll, Digga. Ich gönne auch richtig hart, Digga. Endlich. Ich freue mich voll. Ich freue mich wirklich. Aber kommt bestimmt noch safe, hä? Mit Casey?
mit Casey war es so, dass Michael sehr eng mit ihm ist. Der hat ein Film mit ihm gemacht, ja. Genau, und dann hatten Casey und ich uns beim Musikvideodreh kennengelernt, was Michael für ihn gemacht hat, damals zu Lehr. Und mit ihm habe ich mich halt auch gut verstanden, Digga, der Vibe war auch nice und ich finde ihn halt textlich und lyrisch richtig heftig so. Yeah. Und ja, ihm hatten wir dann halt auch damals Songs gezeigt und so und er fand das halt auch alles cool und dann ist es halt so entstanden und mit Vase ist das Ganze aus dem Freestyle dann, aus einer Freestyle-Session in der Küche entstanden, wo wir einfach Beats gehört haben. Ich dachte so, tschüss, ich wusste ja am Anfang gar nicht, wie musikalisch Vase ist, so, dass er so krass singen kann und so eine Sachen. Ich war richtig so dieses, Buff. Abi, was geht? Ja, Mann, war auf jeden Fall krass. Krata. Krata, wie gesagt, einer der ersten, der mich so gesehen hat. Liebe war immer da, auch wenn ich jetzt nicht bei ihm gesigned habe oder so, sondern er war trotzdem immer, wenn wir uns gesehen haben, immer Schwester. So, und deswegen, ja, es ist so entstanden. Ist auch starker Song auf jeden Fall. Aber du warst bei Schwester Eva mit auf dem Video drauf, wa? Genau, da war ich im Video mit drin. Da hat sie angerufen, gefragt, Schwester, hast du Bock und so. Wir hatten uns ja auch schon öfters dann gesehen gehabt. Yeah. Und dann dachte ich mir so, ja, why not? Mhm. Dann war ich da, dann war Nora ja auch noch da. Ja, yeah, genau. Das war echt nice. Asimemo. Generation Aslak. Generation Aslak. Das war in der Red Bull Studio Zeit. Okay. Da hatten die irgendwie auch gerade eine Session. Ich glaube, Sofian hatte da eine Session. Und ja, dann haben wir uns gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zustande gekommen ist. Und dann war es so, Check Bruder, Becoming Unique. Check da Becoming Unique. Bruder, ich habe gerade Beats bekommen, lass mal zusammen hören, hast du Bock? So. Und dann war der Vibe auch gut, er ist auch übertrieben. Der nice Character, Digga, ist auf jeden Fall gut lustig und richtig sympathisch. So. Und dann hat er halt direkt den Part geschrieben, ist direkt in der gleichen Nacht noch gekommen und meinte so, yo, ich bin ready, so, ich will das jetzt aufnehmen. Und dann habe ich ihn recorded. Das war auch nochmal krass. Irgendwie für mich auch, dass ich einen anderen Künstler recorde mäßig, sonst habe ich ja nur gelernt, mich selbst zu recorden oder vielleicht mal busy oder so. Und ja, und dann wieder so eine Situation, wo ein Song schon länger steht, aber dann er komplett nochmal eine ganz andere Richtung entwickelt. Okay. Und ja, der jetzige Bluff-Song ist auf jeden Fall das Endergebnis daraus. Ja. Und hast du auch ein Video gedreht. Der ballert auch, ja. Safe. Mert. Mert war... Mit dem hast du auch einen dicken Hit gelandet. Mit Groupie? Ja, genau. Ja. Ich hab der meistgeklickte ist das Video. Mein meistgeklickte, ja, auf jeden Fall. Ich glaube 4 Millionen oder so. Ja, an die 5 kommt's gerade. Ja, voll krass. Ja, mit Mert ist das auch so entstanden. Wir haben uns gut verstanden, haben überlegt, was können wir machen. Und Michael ist halt sehr close mit Merts Management gewesen. Yeah. So, die waren regelmäßig bei uns. Und dann sollte ich am Anfang, war die Idee, dass ich einen Remix von Ai 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 mache. Und dann habe ich halt meine Parts geschrieben. Und dann, weil Michael und ich sind halt dann musikalisch so, Michael hat dann einfach direkt Beat geremixed, dies, das, Ananas. Und dann kam, so ist der Groupie-Beat übrigens entstanden. Und dann, ja, habe ich meinen Part drauf gemacht und dann ist ein neuer Song entstanden. Und ja, dann haben wir direkt Video gedreht, rausgehauen. Ja. Adel Tawil. Sticht irgendwie am meisten raus, das Feature. Ja, war auch ein Remix-Vorschlag von Neffi, von Universal, an Michael. Und da war es halt ähnlich. Man hat sich rangesetzt, man hat was ganz Neues so daraus entstehen lassen. Yeah. Man hat den Beat umgebaut. Michael und Static haben auf jeden Fall da musikalisch auch nochmal ein Brett irgendwie hingezaubert. Und dann haben wir das Adel zurückgeschickt und dann meinte er so, ich knie nieder vor ihr, zu heftig und so. Und das war dann für mich so ein Danke auch für den Respekt, so, weißt du? Das ist ja auch nicht irgendwie was Unheftiges, Digga, wenn du ein Feature mit Adel Tawil hast, mäßig so. Aber ich fand schon mein erstes Feature mit Joy Delalani so etwas, wo ich sagen würde. Du hast auf ihrem Album einen Gleisdreieck drauf, ne? Mhm. Wie kamst du jetzt zur Arbeit? Da war es so, dass der Götz Gottschalk von Nesola, mit denen hatten wir halt auch ein paar Meetings gehabt und dann hatten die Anfrage, ob ich mir zumuten würde, etwas auf dem Song zu machen. Und dann war es für mich auch wieder so eine Challenge, woraufhin übrigens auch ein anderer Song entstanden ist. Zumuten oder zutrauen? Zutrauen. Okay. Ob ich mir das zutraue, genau. Und dann war es halt wieder für mich so eine Challenge und ich mag Challenges gerne und so. Ja. Ich mag das, ja. Alles klar. Alles klar. Da haben wir ja fast alle schon. Wann wird man dich live sehen können? Nochmal, Release Party, aber ich glaube, die ist schon over und ich hoffe, Alarm überlebt. Alarm und du hast überlebt. Alles zerrissen. Ja, safe.
Als erstes sieht man mich, glaube ich, auf dem Sputnik-Festival am 19.05. Okay. Ja. Und dann war noch irgendwas im Mai. Ich kenne die Daten gerade nicht auswendig. Ein paar Festivals. Ein paar Festivals auf jeden Fall. Fall. Ja. Out for Fame, 040 Festival. Ja. Ich glaube, in Dortmund noch eins. Genau. World Fest. Okay, cool. Spring Break oder so. Ja. So. TV Straßensound Party, musst du bald auch mal vorbeikommen. Da müssen wir dich auf jeden Fall mal saven. Okay. Ich hatte sogar mal angefragt, aber das klären wir dann mit Maike. Zukunftspläne, was hast du geplant? Oder ist das jetzt der Tag X im April? Mein Album kommt, Gift. Das ist mein Geschenk, beziehungsweise Poison an euch. Das ist mein Poison an euch, das ist mein Geschenk an euch. Das ist Tag X auf jeden Fall. Ja. Aber ab jetzt ist für mich einfach jetzt, ich will mir jetzt das nehmen, was mir zusteht auf den. Ich bin jetzt, come for the kill, yo. Yeah. So, ich will jetzt ist nicht mehr diese halbe oder irgendwas. Nein, jetzt ist der Moment, wo ich nach außen gegangen bin und jetzt muss ich auch alles mitnehmen und alles aufräumen. So. Die Kobra beißt zu und das kann nicht gut ausgehen. Ja. Noch eine kleine Sache, du hast einen Deal mit Nike. Du bist da so als Model genommen worden. Ja. Wie kommt sowas zustande? Nochmal ganz am Ende jetzt. Nicht Product Placement, aber das würde mich mal persönlich interessieren. Wie kommt sowas zustande? Nike, Julia von Nike, die hat mich, wir haben uns damals kennengelernt nach dem Konzert und damals hatte ich noch gar nicht so viel Aufmerksamkeit, glaube ich, aber sie fand mich halt cool und so und sie hat sich auch schon viele meiner Sachen angeguckt und Michael ist auch gut mit dem Stefan von Nike und dann hatten wir halt erstmal angefangen, wo ich eingeladen worden bin und so und zum ersten Mal ein paar Schuhe bekommen habe und hier und da und Nike glaubt halt oder Nikes Vision und meine Version gehen halt sehr Hand in Hand, so was das angeht mit diesem einfach das zu tun, worauf du im Leben Bock hast, ist einfach durchzuziehen, motiviert zu bleiben und auch andere Menschen zu inspirieren so und ich bin ehrlich, so für mich ist diese Partnerschaft, die wir haben, so heftig, weil sie mir helfen, gesünder zu werden und sportlicher zu sein. So, ich bin vor 2 Wochen 21 Kilometer gelaufen. Halbmarathon durchgezogen? Halbmarathon durchgezogen, Digga. An jede Bushaltestelle, wo ich vorbeigedruckt bin, wo ich dann mein Gesicht gesehen habe, war es auch nochmal doppelt. Ach so, auf Plakaten dann noch wirklich draußen, krass. Ich bin ja richtig durch ganz Berlin gelaufen. Krass, krass. So von hier, das bin ich, und dann weitergelaufen. Ja, genau. Und das war für mich echt eine sehr krasse Inspiration. Ich bin voll dankbar für diese Erfahrung. Yeah. So. Das ist echt nice. Und ich mag das auch so, mich neben Marken zu positionieren, so, die die gleichen Werte vertreten, so wie ich. Stabil auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall nice. Das war unique. Deine letzten Worte an deine Hörer, Fans, Supporter. Was hast du den Leuten zu sagen? Ich übergebe dir das Mic. Bitteschön. Und am besten in diese hier. Okay, Leute. Gebt euch mein Album, sagt mir, wie ihr es findet. Ich hoffe, ich werde viele von euch auf den Festivals sehen, auf Auftritten sehen, mit Cobra Militärfahne, mit Flagge, mit Hassmaske, Dogtags, dies, das, Ananas. Und bleibt immer stabil und hört niemals auf, an eure Träume zu glauben. Das ist so meine Message. Vielen Dank. TV Straßensound heute aus Berlin mit Unique. Vielen Dank. Ah ne, warte, wir wollten das ja so machen. Wir wollten ja so machen. Nein, ich muss wieder aufstehen. Okay, nochmal. Okay. Ich danke dir auf jeden Fall. So macht man das. Ciao. Ciao. Voll der Fail am Ende.